Hallo? Warum fährt denn der hier? Furchtbar. So, ab geht die Luzi. Doof, doof. Das war wohl nix. Dann mache ich schon mal ein kleines Traktorrennen nach oben hier. War gerade einer, der hat ganz schön gedrängelt. Ich pack mal einfach hier hin. Aber wie ein Profi packt er hier ein. Perfekt. So. Hallo Ari. Hallo. Na, ist aber richtig fesch eingepackt hier. Oh, Herr Neumann ist auch schon da. Da kommen sie alle an hier. So, ja. Das ist nicht Amtsmissbrauch, wenn der hier. Eieiei, Partyalarm. Aber jetzt kommen sie alle hier angedüst. Ah, hier. Da hat er ja auch ordentlich aufgefüllt hier. Hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo, guten Tag, Hans-Peter. Herr Varuna. Wo sind Sie? Grüß Gott. Ach, da sind Sie. Hallo, Herr Knoll. Hallo, Herr Stromberger. Herr Stromberger, da haben Sie ja ordentlich platt gemacht hier. Was? Herr Knoll. Okay. Tut mir leid, Herr Stromberg. Ach ja, ist ja auch gleichzeitig der Bauer. Ja, natürlich. Ich habe ja meistens mit dem zu tun, weil er auch bei der Feuerwehr ist. Der Knoll. Jo. Muss hier noch abhängen. Gut, hat einer eine Ahnung, wo es losgeht? Ja, wahrscheinlich hier oben. Aber davon ich fahr schon mal, okay? Ich starte davon schon mal. Ach, da ja, ich auch. Der Reinhard. Ja, Hallo? Ach, ist der Varuna hier schon? Da, Herr Reinhardt? Sie sind gerade an mir vorbeigelaufen. Oh, ja. Ich habe die Seearbeiten noch kurz unterbrochen, bis ich auf die Uhr geguckt habe. Es war schon 37. Ja, ist ja in Ordnung. So. Herr Reinhardt, ich mache Begleitung, dass niemand schummelt. Wo soll ich Sie den Traktor dann hinstellen? Sie fahren dann bitte den Überlandweg, okay? Herr Müller, da hinten können Sie parken. Ich weiß noch nicht mal, wo es lang geht, Alter. Die Strecke haben wir zusammen abgefahren. Ja, das war schon 3 Monate her. Ich erkläre die Strecke ja nochmal. Ist der Stromberger schon da? Steht hinter Ihnen.
Gut. ja. Kannst du bitte zum alten LU-Hof fahren? Hier steht ein Plastikbombe. Wo ist denn der jetzt denn schon wieder? Hallo, LU-Hof. Ist ganz unten. Ich kann dorthin fahren. Ich weiß, wo das ist. Sagen Sie mal einen Plan für Quadrat. Also, sind alle da? Ist der Leon jetzt auch nach langer Zeit da? Ja. Verfahren. Ach, ist das die BGA unten? Hof 5. Nee. Hof 5. Kennst du die Getreidemühle? Ach, Hof 5. Ja, da fahr ich da mal eben hin. Wo ist das Ziel? Ich schreib in WhatsApp los und ab dann misst du am besten Zeit und halt, damit wir wissen, wer gebraucht hat. Warte, ich schalte mal hier meinen Funk auf die Lautsprecher hier, dann können wir uns gegenseitig unterhalten. Ja. Wir haben ja hier ein Mikrofon extra stehen. Ja. Okay, wieso messen Sie die Zeit? Gewinnt nicht der als erstes da ist? Reinhard? Ja. Hätte ich jetzt auch gedacht. Er hat ja auch automatisch die schnellste Zeit eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ja, null. Falls zwei gleichzeitig, relativ gleichzeitig von 80. So kleiner Scheck, hören die Leute am Start mich? Ja, ja. Wie soll er uns denn hören? Er beides. Achso, der hat hier ein Mikrofon liegen. Hat ein Mikrofon. Okay, und mit was wird überhaupt gefahren? Also, kommen Sie mal mit. Der Hans-Peter hat hoffentlich seinen Traktor mitgebracht, was er machen wollte. Nein. Deswegen sagte ich ja, ich mache Kontrolle, dass niemand so mit. Du fährst doch nicht mehr mit. Habe ich doch gesagt, sind Sie ja, schwerhörig? Nee. Oh. Also sehen Sie hier die vier Traktoren? Jo, ich nehme den Orangen. Jo, das ist das hat eine Zuteilung, die Traktoren. Also, Sie sind schon mal gleich ins Richtung eingestiegen, Motoren bitte noch nicht an. Ist aber, wer hat hier gerade... Zuschauer sind auch da, das freut mich aber. Also der, sag mal, dass ihr alle schon im richtigen Traktor seid, läuft ja wie am Brötchen. Jetzt muss ich nur noch mein Auto holen. Auto! Warum muss ich eigentlich als ganz letzter starten? Nee, die müssen ja noch aufgestellt werden. Das ist ja nur zur Show jetzt, die Aufstellung. Knoll, wir passen auf, ne? Und zwar... Ich ramme einfach ein paar Mal welche. Ja, wir haben doch hoffentlich alle die Karte geöffnet. Nein. So, wir ja. Haben keine Karte. Keine Karte, ja, jetzt. Also, Sie sehen ja jetzt, wo wir sind, hier unten am oben am alten Landhandel. Ja, da rufen. Dann fahren wir, das ist auch so teilweise mit Umleitungsschildern gekennzeichnet, geradeaus die Straße runter. Dann geht's bei Feld 19 links in Richtung Landhandel. Da also ist rechts, einmal, okay, ja. Ne, links zum Landhandel, okay. Zum Landhandel auf jeden Fall. Und da gibt's einmal den Waldweg, der da zu Feld 80 führt. Da muss man dann Moment. Beim Ende des Waldwegs bei Feld 80 links abbiegen in Richtung und dann bei der Tankstelle vorbei. Oder man fährt beim Landhandel einmal außen rum. Also beim Viehhändler vorbei und dann auch zu Hof 5 von der anderen Seite. Je nachdem halt im Wald ist die Gefahr, dass man irgendwo hängen bleibt, vielleicht höher. Dafür ist die andere Straße halt länger. Also das bleibt jedem frei überlassen. Also da kommt es auf Taktikwählen drauf an. Und ich bitte Sie jetzt alle mal da vorne, wo der Herr Knoll steht, relativ gleichmäßig aufzustellen. Okay. Auf drei rufen wir an, ich und Knoll. Oder machen die Sirene an. Also, wenn es losgeht. Fahren wir hier an die Linie oder wie machen wir es? Ja, genau. Also, Sie sagen mir bitte Bescheid, wann sie starten, weil ich. Ja, ja, das nicht. Ist, sag ich. Nehmen wir halt die Linie von Jürgen. Welche? Hier vorne, okay. Wenn es losgeht, hupen. Machen wir. Pressefoto muss noch gemacht werden. Ein Stück vor. Die Zeitung. Herr Racex, Herr Neumann, bitte aussteigen. Einmal nach vorne kommen. So, ich hab die Polizeidrohne mal im Himmel. Ach so, das ist übrigens der Startton für alle. Ja, Peter. Herr Neumann, danke. So, die Polizeidrohne ist auch in Position.
Gut. Gut, dann warten Sie. Ich muss erst noch mit meiner Karre vorfahren. Achso, Herr Peter, fahren Sie Überland oder den Waldweg? Überland. Okay, dann fahre ich den Waldweg. Und Herr Knoll, Sie können sich's aussuchen. Ja, aber vielleicht nicht vor den Traktoren. Ja, deswegen bin ich nämlich gerade noch am Einfädeln. Rammen ist verboten? Natürlich, also das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sollten wir einen Regelverstoß mitkriegen, wird derjenige disqualifiziert. Und die Zeit wird einfach nicht gewertet. Aber man darf beide Straßenseiten benutzen. Ja, Straßen sind abgesperrt, also da sollte Ihnen jetzt kein Auto entgegenkommen. Ich fahre übrigens nur so hinterher, also nicht von mir irritieren lassen. Gut. Gibt es irgendwelche Unklarheiten bezüglich Strecke? Nein. 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 Gut. Dann gehe ich jetzt in mein Auto. Und, Noch eine Frage, wohin noch mal? Geradeaus runter, dann links. Bis zum Landhandel, bis zum Bau ehemaligen LU-Hof. Auf 5. Ja, wow. Entweder durch den Wald oben oder außen rum fahren. Also, ich rufe Sie auf. Moment, kurz, Zielstrich ist die Einfahrt zum LU-Hof. Ja. Okay. Stromberger. Das Tor da ist aber ja. Oder? Wäre gut. Ich zünde hier meine Pistole und schreibe los. Ja, ich habe die Drohne im Himmel stationiert, wie okay. Sie wahrscheinlich sehen. Dann hoffe ich, dass ich sie nicht treffe. Nee, okay. Ich bin über dem MB-Truck, also. Okay. Vielleicht nur weg. 3. 2. 1. Das hat ja gut geklappt. Warum sind die so schnell? Jetzt fährt der Reinhard hier vorne weg. Der soll sich mal wegmachen hier. Ich glaube nicht, dass die 70 fahren. 3, 2, 1. Ah, Innenbahn. Aber der Harry ist, glaube ich, jetzt außen. Innen. Oh. Windschatten. Hopp. Zum Glück bin ich nicht ganz vorn. Hier geht wenigstens ein bisschen Action ab. Weil später bremst es schnell, länger schnell. Wow. Jawohl, komm, zieh! Zieh, scheiß Walter! Schieß! Achso, es sind übrigens nicht die Jawohl! Jawohl, komm! Oh, keiner wird einen Waldweg. Kein einziger. Hallo! Hey, verdammt! Entschuldigung! Hey, Entschuldigung! Also ich weiß nicht, weshalb der Hans-Peter da zwischendrin fährt. Entschuldigung! Ja, toll! Ja, dafür gibt's ja extra die Drohne. Ja, toll. Was nützt es jetzt mir, wo ich den Hans-Peter gerammt hab und dem Jürgen? Ja, da kann es nicht passieren, dass die angefahren wird. Ja, und? Jetzt fährt der Müller vor mir wie so ein Klopp da, ey. Er ist doch zum Kotzen. Müller, du darfst neben den Straßenbahn fahren. Nicht. Nee. Nicht auf der Gas. Sonst muss ich dich nochmal beim Stromberger in die Fahrstuhle schicken. Und später sabotiert mich. Das wird schwer. Windschatten. Jürgen. Jo, Leon, Alter, lern fahren! Ja. Aber mir leckt es gerade mega. Wo leckt die denn schon wieder? Ich vermute, ich werde an dem Harry nicht mehr vorbeikommen. Dazu möchte ich vielleicht nochmal danach nach eine Ansprache halten. Also ich komme nicht mehr hinten ran. Achso, sollte ich mir dreimal gerammt, dass die Traktoren über 53 km/h gefahren sind, aus welchem Grund auch immer, gibt's Ärger. Die Feuerwehr ist gerade hängen geblieben. Stromberger, du sagst mir, wenn du eine Vermutung hast, okay, der wird disqualifiziert. Also wenn einer schneller gefahren ist, dann kann der dafür nichts. Wow, genau.
Alter, welcher Volldepp hat hier einfach das Umleitungsschild umgefahren? Ah, ich bin ein bisschen rangekommen an den Harry, aber ich glaube, ich krieg's nicht hin. Fahrt weg rechts. Wer jetzt rechts neben mir fährt, ist Arsch.